Kamera läuft. Dein Ernst, Digga. Mein erster Gegner Superheld ist auf den Straßen berühmt. Als Rächer der Wacken, ihm fehlt nur das Latex-Kostüm. Ich find den Namen echt süß, denn er zeigt uns allen, was du eigentlich gerne wärst. Und zwar ein stahlharter Typ. Aber Markus, guck dich an, du bist kein Muskelmann. Noch dazu hast du keinen freshen Umhang an. Außerdem sind Superhelden unverwundbar. Doch dein Gegner hier ist groß wie Hulk und du siehst aus wie ein Oompa Loompa. Und machst hier den Roger Cicero, denn du Opfer bist schon tot. Superheld, Comics über dich hätte ich mir nicht geholt. Und mal ehrlich, gäb's von dir eine Actionfigur, dann hätte sie Skinny Jeans und eine Lesbenfrisur. Du merkst, dein Name hat eine Angriffsfläche wie Fußballfeld. Du bist kein Superheld, du bist eine Schwuchtel wie Booster Nell. Das hier ist nicht Deutschland, sucht den Superheld. Das hier ist VBT, sprich ich mach die Hooks nicht mal selbst. Meine Vorliebe, Wacke auszuficken, ist genetisch. Scheiß auf Liebe, meine romantische Ader geht mitten durch den Penis. Heißt, du wirst von mir und ein paar chinesischen Thai-Box-Profis mit Allen bearbeitet, die Exponentialfunktionen. Denn ich bezeichne das als angesagte Randsportart, wenn man Studenten mit dem Bambusstab über den Campus jagt. Das Ausmaß deiner Wacken Flows ist kaum noch zu ertragen. Jetzt wird aufgeräumt, als würde ich morgen Frauenbesuch haben. Was sollen deine Kräfte denn sein? Der Rap kann's nicht sein. Für einen Formwandler scheint so viel zu hässlich zu sein. Deine neue Superkraft wird das Fliegen austurnieren, hast du letztes Jahr ja auch bewiesen. Zu deiner Qualle, ihr habt versucht, aus wenig viel zu machen. Daher Props an die Jungs, die deine Videos cutten. Ihr dreht auf Friedhofsgärten mit viel zu derben ISO-Werten, so dass meine Videos wirken, als ob sie aus dem Kino wären. Und deine Schutzpatronin ist deine Mom, der Buttergolem, der dich verteidigt, wenn er nicht vom Futtertrog hängt. Also relativ selten, du spieltest als Kind im Keller der Elternretter der Welten. Die Gründe sind simpel, komplexe Psychosen und Geltungsdrang, versteckte Neurosen und Träume vom Weltuntergang. Durch Drogen, verdreckte Neuronen, Mutationen auf Chromosomen. Oder bist du nur ein Held, weil es dir sonst so monoton ist? Der Kryptonit sind Chipmunk Beats. Mit meinem Team fick ich Bitch-MCs wie dich und Dean. Du wirst schikaniert, dass du mich fickst, wird nicht passieren. Wir werden nicht intim, doch jetzt wird dick rasiert. Dein Einzugsgebiet ist Langenfeld im Kreis Mettmann. Was es da gibt? Scheiß Rapper, beschützenden Friseur und vielleicht noch ein Bäcker, eine Außenstelle der Sparkasse und zwei Metzger. Du bist der Leibwächter von deinen Schwestern. Und um mich zu zitieren, du bist kein Rapper. In deinen Doubles wird öfter gepitcht als in einem Baseball-Match. Deine Punches bestehen auf dem Zeigen von Facebook-Chats. Deine Beats hast du alle selbst gebaut. Schön für dich, Digga, merkt man auch. Ja, deine Kräfte waren Staccato-Flows. Texte leider gar nicht dope. Status quo, du bist ja gerade tot. Du willst nach New York? Ey, du willst nach New York? Verdammt, du willst nach New York? Aber ey, du willst nach New York? Verdammt, du willst nach New York? Ehrlich, du willst nach New York? Aber yeah, ey yo Jay, wieso battlest du denn Superheld? Hörst du nicht sein Double Time, Alter, der ist super schnell. Es ist, als hätte Vegeta wieder Bu gestellt. Denn der Superheld gibt alles, bis er ausgelaucht und Blut zerfällt. Doch er ist real, er hat jeden Monat die Juice bestellt. Vorsicht, vielleicht wird er zum Hulk, wenn er einen Buch verfällt. Er biegt sich selbst für sein Image, was er kein Ding ist. Aber was schlimm ist, dass man ihn selbst und so, als er den Schwester für den warmen Bruder hält. Bitch, Superman, this shit is whack. Ich hab den Blues, ich hab auf den Blues. Deshalb geht es mir oft nachts nicht so.